Es gibt unglaubliche Ähnlichkeiten, wie unterschiedliche Narzissten auf der ganzen Welt mit ihrem Umfeld kommunizieren, bis hin zu einem Punkt, dass sie identische Sätze benutzen und die gleiche Wortwahl nutzen. Selbstverständlich ist es nicht immer komplett gleich, es fällt aber tatsächlich auf, wie unglaublich oft man in den Kommentaren zum Beispiel auch liest, dass Betroffene genau das Gleiche erlebt und gehört haben. Heute schauen wir uns 6 solcher Sätze an, in dem Narzissten Schuldumkehr betreiben, in dem sie Hoffnung aufbauen, wie sie dir ins Gewissen reden und all das mit kurzen Sätzen, die sie aber immer wieder sagen. Starten wir direkt rein mit dem ersten Satz. Ich bin für dich da. Jeder, der mit einem pathologischen Narzissten zusammen war, befreundet war, von seiner Familiendynamik her kennt, wird diesen Satz gehört haben. Wenn Narzissten das sagen, dann glauben sie das tatsächlich. Es ist keine Lüge. Betroffene, die selbst narzisstischen Missbrauch in der Kindheit erfahren haben und nicht narzisstisch werden, nicht die narzisstische Maske tragen, sondern vielleicht eher das ängstlich Vermeidende übergehen, sie bekommen ein unglaubliches Feingefühl, ähnlich so wie bei Kindern von Alkoholikern. Sie lernen, den Raum zu lesen. Ist er gut gelaunt? Ist er schlecht gelaunt? Ist das falsch angekommen? Man lernt ja immer weiter, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Dementsprechend kann man ganz gut auch aufgreifen, wenn jemand lügt oder nicht. Man merkt zum Beispiel auch manchmal, dass ein Narzisst ganz klar lügt. Er oder sie wird aber natürlich weiterhin zu dieser Lüge stehen, auch wenn es unglaublich schmerzvoll offensichtlich ist. Es gibt dann aber bestimmte Punkte, bestimmte Sachen, die einem Narzissten sagen, es fühlt sich überhaupt nicht an wie eine Lüge. Der Grund, weshalb das so ist, ist, dass es tatsächlich in dem Moment keine Lüge ist. Wenn Narzissten dir sagen, ich werde immer für dich da sein, ich bin für dich da, ich liebe dich, ich würde dir das niemals antun, sie glauben das tatsächlich, auch wenn sie gestern dich in Grund und Boden geschrien haben und er dann am nächsten Tag dir sagt, ich würde dich niemals anschreien, so bin ich einfach nicht. Er glaubt es in dem Moment tatsächlich. Leider aber stehen Narzissten nicht zu ihren Worten und in den ausschlaggebenden Momenten, wenn sie tatsächlich beweisen könnten, dass sie für einen da sind, sind sie nicht für einen da und lassen einen fallen und machen alles schlimmer. Es ist einfach für Menschen da zu sein, wenn sowieso schon alles gut läuft. Sie werden einem kleine Gefallen tun und es so hinstellen, als ob sie dir so einen großen Gefallen getan haben und dir so entgegengekommen sind und ach, sie sind ja immer für dich da und das war jetzt so ein ausschlaggebender, besonderer Moment. Narzissten sind gerne unglaublich sentimental, dass sie in bestimmten Momenten unglaublich viel hineininterpretieren und wir spüren jetzt so eine Nähe. In den Momenten, wo man aber wirklich Unterstützung braucht, dann werden sie einem sagen, warum bist du eigentlich so dumm? Warum bist du so anstrengend? Selbst schuld. Warum sollte ich dir da raushelfen? Und sind dann enttäuscht von dir. Sie werden unglaublich raushängen lassen, wie enttäuscht sie gerade von dir sind, dass du jetzt ihre Hilfe brauchst, dass du es nicht geschafft hast, dass du es natürlich mal wieder nicht geschafft hast. Der erste Satz, den also Narzissten immer weiter sagen, der aber ganz klar zwar im Moment nicht als Lüge gesagt wird, aber im Großen und Ganzen ganz klar eine Lüge ist, ich bin für dich da. Narzissten sind nicht für einen da. Dieser Satz steht jetzt im Zusammenhang mit Hoffnung aufbauen. Im Folgenden kommt ein Satz, der mit Schuldumkehr zu tun hat. Das Umdrehen der Situation, das, was Narzissten so gut tun können, sie werden ihr Verhalten dir in die Schuhe schieben, auf eine solch geschickte Art und Weise, dass du einfach nur frustriert bist und du versuchst durchzudringen, du weißt nicht, was passiert. Was ist jetzt also der Satz, mit dem Narzissten es schaffen, diese Schuldumkehr herzustellen, bevor das Gespräch überhaupt anfängt? Sie werden dir sagen, es ist wichtig, respektvoll mit deinen Mitmenschen umzugehen. Warum ist dieser Satz auf der Liste? Das hört sich doch nach einem unglaublich großen Anstand an. Was Narzissten machen, ist, dass sie Sätze nehmen, die an sich auch sehr gut anhören. So wie beim ersten Satz, hört sich auch sehr gut an. Ich bin für dich da. Genauso wie beim zweiten Satz. Es ist wichtig, respektvoll mit seinem Umfeld umzugehen. Wichtig ist, ob man es dahinter steht oder nicht. Wichtig sind nicht nur die Worte, sondern auch die Handlungen danach. Narzissten, insbesondere verdeckte Narzissten, können einen so unglaublich tiefgründig beleidigen, so unglaublich respektlos mit einem umgehen, ohne jemals auch laut zu werden. Sie werden durchaus gerne sehr, sehr laut.
Es gibt aber auch Situationen, wo sie passiv-aggressiv sind. Sie sind ganz ruhig, sie sind ganz leise, sie beleidigen dich immer weiter. Sie machen das gezielt. Du weißt, dass sie gezielt Sachen sagen, wo sie wissen, das verletzt dich zutiefst. Werden aber so tun, als ob sie nicht wissen, wovon du sprichst. Wenn du dann wütend wirst, wenn du dann auch beleidigend wirst, indem du diese Respektlosigkeit zurückspiegelst, dann werden sie dir sagen, sag mal, hör mal, es ist wichtig, respektvoll mit seinen Mitmenschen umzugehen. Du musst lernen, respektvoll mit mir zu reden. Sonst will ich, glaube ich, nicht mit dir reden. Ich glaube, wenn du so respektlos mit mir umgehst, dann will ich nicht mit dir reden. Und sie haben es geschafft, eigentlich diese Emotion dir zurückzuwerfen, die du eigentlich spürst, aber du gibst dir so viel Mühe, trotzdem mit ihm zu reden, trotzdem auf ihn einzugehen. Die Respektlosigkeit geht wirklich so weit, sie könnten dir genauso gut ins Gesicht spucken, sie könnten dir genauso gut eine verpassen. Das wäre noch weniger schlimm im Vergleich, wie sie dann ohne diese Schimpfworte ganz gezielt dich komplett niederreißen. Auf eine ganz bewusste Art und Weise, dann aber so tun, als ob sie nicht wissen, wie sie mit dir umgehen. Dann werden sie dir sagen, weil Narzissten Gespräche dominieren, sie entscheiden, wie das Gespräch aussieht. Wenn du nicht mitmachst, dann bist du respektlos, dann stimmt etwas mit dir nicht. Wenn du also nicht genau richtig funktionierst, dann wird ein Narzisst dir immer weiter vorwerfen und dir sagen, du musst Respekt lernen. Bist du jetzt bereit, mit mir zu reden? Hier ist auch eine unglaublich große Frage, was bedeutet Respekt? Bedeutet Respekt, keine eigene Meinung zu haben, komplett ruhig zu sein, stundenlang die Monologe einfach nur zuhören, immer nur zu nicken und zu sagen, ja, du hast recht, es ist alles meine Schuld, dabei komplett ruhig bleiben, sich beleidigen lassen, sich zutiefst beleidigen lassen, sich komplett unterzuordnen. Ist das Respekt? Oder ist Respekt, offen zu sein für die Meinung anderer Menschen? Ist Respekt, einen Dialog führen zu können? Ist Respekt, die Meinung anderer Menschen verstehen zu können und respektieren zu können und versuchen, Kompromisse einzugehen? Das ist Respekt. Narzissten haben ganz klar eine verzerrte Vorstellung, was Respekt ist, und werden diese von dir fordern. Dementsprechend, wenn sie sagen, es ist wichtig, respektvoll mit seinen Menschen umzugehen, sie meinen etwas ganz anderes im Vergleich zu dem, was jeder andere Mensch eigentlich dabei meint. Um beim Punkt Schuld umkehrt zu bleiben, was Narzissten also gerne sagen, wie sie es schaffen, diese Schuld schon umzudrehen, die Situation umzudrehen, bevor das Gespräch losgeht, mit dem Satz, es ist wichtig, seine Mitmenschen zu respektieren. Ein weiterer Satz ist, vor allem dann, nachdem ihr schon ein Streitgespräch hattet und du frustriert warst, du so unglaublich wütend geworden bist und auch gar nicht, wenn du unbedingt wütend geworden bist, sondern wenn du einfach nur zu deiner Meinung stehst, das reicht schon aus, wird ein Narzisst dann sagen, du musst dich beruhigen, so geht das nicht, und danach hast du dich jetzt beruhigt. Bist du jetzt bereit, ein erwachsenes Gespräch mit mir zu führen? Fällt dir auf, dass Narzissten das Gespräch suchen? Sie wollen mit dir reden, sie wollen aber, dass du ruhig da sitzt und verstehst und einfach nur zuhörst. Sie können dann nicht damit umgehen, dass du dich distanzierst. Wie schaffen sie das also, dass sie auf dich zugehen, dass sie ja das Gespräch wollen, dass sie das Gespräch suchen, dass du zuzuhören hast? Sie werden auf dich zugehen, sie werden sich so hinstellen, sie sind die erwachsene Person und dir dann die Frage stellen, hast du dich beruhigt? Bist du jetzt bereit, ein Gespräch mit mir zu führen, und du wirst in die Ecke gedrängt? Es wird nicht gefragt, wirst du mit mir ein Gespräch führen? Willst du mit mir ein Gespräch führen, sondern bist du jetzt bereit? Und wenn die Antwort nein ist, dann kommt, okay, dann warte ich halt noch eine Stunde und schauen wir, ob du dann dich wieder beruhigt hast. Narzissten machen Druck. Es wird dir dann vermittelt, wir werden ein Gespräch führen. Ich werde ein Gespräch mit ihm führen. Ich muss mir das nochmal antun. Der einzige Weg, da rauszukommen, ist ihm zu sagen, ich will kein Gespräch mit dir führen. Und dann wird er natürlich unglaublich verletzt sein. Du bist dann also ganz klar in eine Ecke gedrängt. Es ist eine unglaublich fiese, hinterhältige Art und Weise, jemanden dazu zu drängen, zu reden. Hier ist auch ein interessanter Punkt. Narzissten werden sich ein Umfeld raussuchen, wo die Menschen nicht gehen können. Im Auto. Unglaublich großer Klassiker. Du kannst nicht einfach gehen. Er ist am Fahren. Er hat auch Kontrolle darüber. Wird vielleicht sogar auch aufs Gas drücken, wenn er wütend wird. Unglaublich schnell fahren. Autofahren ist bei Narzissten sowieso ein unglaublich großes Thema. Zu einem Punkt, wo es sehr, sehr gefährlich sein wird. Wo ich auch schon Geschichten gehört habe, dass ein pathologischer Narzisst mit einem sehr alten Auto versucht hat, ein
anderes Auto zu überholen, was viel schneller war. Von der Straßenverkehrsordnung her war das Recht tatsächlich auf seiner Seite, weil er den Überholvorgang angefangen hat, was direkt hinter einer Ampel war. Theoretisch hätte das andere Auto, das schnellere Auto, ihn überholen lassen müssen. Dann hätte das Auto ihn aber direkt wiederholt. Aber der pathologische Narzisst hat auf sein Recht bestanden, hat voll aufs Gas gedrückt, konnte das andere Auto nicht überholen. Jetzt ist Gegenverkehr gekommen und es war eine andere Person im Auto. Seine Ehefrau war im Auto. Er bestand auf sein Recht, bis die beiden anderen Autos eine Notbremse eingelegt haben und er dann überholen konnte. Und wenn dann die Person vom anderen Auto, vom schnelleren Auto, unglaublich wütend war, da hatte er Angst. Oh je, was tut die Person? Ich gehe jetzt zur Polizei. Wie kann man eigentlich so sein? Es ist also nicht ungefährlich, mit pathologischen Narzissten zu tun zu haben. Nicht unbedingt, weil sie einen dann schlagen. Vor allem verdeckte Narzissten. Sie werden tatsächlich Wut immer auch ausstrahlen. Man sieht in den Augen, wie unglaublich wütend sie gerade sind. Sie werden gerne ausholen, um dir zu signalisieren, halt die Klappe oder ich werde zuschlagen. Das Zuschlagen an sich muss nicht dabei sein. Trotzdem kann es mit Narzissten gefährlich werden oder es wird manchmal einfach gefährlich, weil sie einen unglaublich ungünstige Situation bringen. Zum Beispiel beim Autofahren. Ein weiterer Vorteil für den Narzissten ist, dass man nicht einfach gehen kann. Man kann nicht einfach das Gespräch verlassen. Sie wollen, dass du zuhörst. Sie zwingen dich dazu, zuzuhören, ihren Monolog zu führen. Sie werden auch gerne sagen, wir gehen jetzt spazieren, wir werden reden. Und tatsächlich auf eine solche Art und Weise, was ich hier noch einbringen möchte, ist, dass Narzissten unglaublich geschickt sind, rhetorisch gesehen. Sie werden sagen, möchtest du über eine bestimmte Sache sprechen? Und es so darstellen, als ob sie dir die Möglichkeit geben, auch deine Meinung darlegen zu können. Also findest du, das ist vielleicht eine gute Idee, wenn wir darüber reden und du denkst dir, ja, genau das will ich, auf jeden Fall, lass uns das machen. Dann wird er zu dir hinkommen und sagen, so, wir gehen jetzt raus, wir gehen spazieren. Und du denkst dir, okay, ich wusste nicht, dass es jetzt passieren wird. Warum können wir uns nicht einfach hinsetzen? Du hast gesagt, dass wir rausgehen und spazieren. Also kommst du jetzt mit? So, komm jetzt mit. Dann, wenn ihr im Gespräch seid, ihr seid spazieren, du kannst da auch nicht einfach ohne weiteres gehen. Er kann stehen bleiben und dich dann anstarren, wenn du leicht emotional wirst in deiner Stimme, wenn du kein Roboter bist und sagst, ja, du hast recht, lieber Narzisst. Wenn du nicht so redest, dann wird er vielleicht stehen bleiben und dich anstarren und sagen, nicht schreien. Wir haben doch gesagt, dass wir uns gegenseitig nicht anschreien und respektvoll miteinander umgehen. Kannst du dich daran erinnern? Selbst aber, wenn er wütend ist, dann wird er dich anschreien. Dann vergisst er das einfach. Und dann auch beim Spazierengehen, es ist schwierig, da einfach ohne weiteres zu gehen. Ihr seid gemeinsam irgendwo auf dem Feld oder im Wald. Da kann man einfach nicht ohne weiteres gehen. Eine weitere sehr hinterhältige manipulative Taktik von Narzissten. Wir haben also soweit Hoffnung erzeugen und Schuldumkehr. Schauen wir uns jetzt den Punkt an Verunsicherung. Wie schaffen es Narzissten, immer weiter an deinem Selbstwert daran zu picken, das Stück für Stück wegzunehmen? Ein Satz, den sie gerne nutzen, ist, bist du dir sicher? Auch dieser Satz an sich ist nichts Schlimmes. In der richtigen Situation ist es sogar eine gute Sache. Wenn du sagst, ich gehe einkaufen und du hast auch deine Pyjamahosen an und dein Partner dir sagt und dein Freund dir sagt, bist du dir sicher? Wirst du so rausgehen? Wirst du dir vielleicht nicht eine Hose anziehen? Und du sagst dir, oh mein Gott, stimmt, habe ich gar nicht gemerkt. Vielen Dank. Dann ist es etwas Gutes. Wenn du aber dabei bist, deine Leidenschaften für dich herauszuarbeiten und du zum Beispiel sagst, so, ich möchte Musik studieren, das wird jetzt mein Leben sein. Und ein Narzisst dir dann aber sagt, bist du dir sicher? Bist du dir wirklich sicher, dass du das machen möchtest? Denk dann nochmal drüber nach. Wenn du nicht genau das machst, was der Narzisst im Sinn hat, dann machst du etwas Falsches. Dann wird er dir sagen, vermitteln, bist du dir sicher, tu das nicht. Ein weiterer Satz, den Narzissten gerne sagen, in Verbindung mit bist du dir sicher. Gerne bei unglaublich großen Entscheidungen für dein Leben und auch bei kleinen Sachen. Tu das nicht, stell das Fenster nicht auf Kipp, mach es lieber auf. Tu es nicht. Tatsächlich gerne auch wird ein Narzisst dir etwas vorschreiben, dir dann sagen, ich muss mich ein bisschen entspannen, du machst dein Ding. Ich schreibe dir immer vor, wie du deine eigenen Angelegenheiten zu regeln hast. Dann machst du das Fenster auf Kipp und er wird dir sagen, nein, mach das nicht, mach es auf.
aber du bist gerade dabei zu gehen. Es macht keinen Sinn, das Fenster aufzumachen. Er wird sagen, es ist besser, das Fenster aufzumachen, um einmal durchzulüften, anstatt es auf Kipp zu machen. Ja, an sich richtig, aber ich bin gerade dabei zu gehen. Gerade eben hast du davor gesagt, du wirst mir nicht mehr diese Befehle geben. Es ist also ein unglaubliches Durcheinander mit Narzissten und sie werden durch diese Sätze, bist du dir da wirklich sicher? Menschen haben immer, es werden immer Zweifel dabei sein, egal was du machst. Da kommt es darauf an, Menschen zu haben, die nicht einfach nur Ja-Sager sind, die immer bei allem Ja und Amen sagen, dir durchaus auch konstruktive Kritik geben, aber konstruktive Kritik geben und nicht destruktive Kritik geben. Wenn sie merken, du stehst dahinter, das möchtest du machen, es ist auch möglich, damit ein Leben zu leben und es ist in der Gesellschaft wichtig, durchaus auch Geld zu verdienen, um Essen zu kaufen. Wenn sie merken, ja, das passt zu dir, du kannst das machen, dann werden sie dich unterstützen. Auch wenn es bei kleineren Sachen sind. Narzissten werden dir sagen, wenn du Apfelsaft kaufst anstatt Orangensaft, bist du dir sicher? Da kommen ständig von der Seite kommen Anmerkungen, ständig kommt ein Satz, ständig kommt Kritik bei den unnötigsten Sachen, wo es nicht um richtig oder falsch geht, sondern einfach nur um die subjektive Wahrnehmung. Ich mag Apfelsaft und nicht Orangensaft oder sonst mag ich Orangensaft. Dass er zum Beispiel sagen wird, du trinkst doch sonst immer Orangensaft und nicht Apfelsaft. Und auch hier an sich ist das nichts Schlimmes, dieser Satz gerade. Es ist schwierig in Worte zu fassen, wie Narzissten einen von der Seite immer weiter kritisieren und das auf eine ständige und geschickte Art und Weise, dass sie am Selbstwert arbeiten. Und hier ist wichtig, sie haben das Ziel, das unbewusste Ziel, deinen Selbstwert zu zerstören und sie wollen sehen, wie du verletzt bist, wie du verunsichert bist und wie du leidest. Das schafft man, wenn das Ziel ist von einem und man wie ein trojanisches Pferd erstmal Verantwortung aufbaut, nur damit man immer weiter dich zerstören kann. Dann werden Narzissten es schaffen, wenn man anfällig dafür ist, wenn man das nicht früh erkennt, wenn man denkt, ich muss die bessere Person sein. Denn sonst werden Menschen sich mit Narzissten befreunden oder in eine Beziehung kommen und irgendwann denken, nein, will ich nicht mehr. Ich kann nicht mit dir reden. Es kommen diese ständigen Vorwürfe. Es fühlt sich so unglaublich unstimmig an. Will ich einfach nicht. An sich bist du vielleicht ein guter Mensch, aber nein, will ich nicht. Und ich will auch nicht diskutieren. Und dann werden sie gehen. Wenn du das von deiner Kindheit her kennst, ob es jetzt Narzissmus direkt ist oder einer deiner Elternteile bipolar war oder irgendetwas anderes da reingespielt hat und du das Gefühl hast, nein, ich möchte eine gute Person sein. Ich möchte ihm jetzt erklären, was dahinter steckt. Dann wird er dich immer weiter reinhuvern. Wenn du bestimmte Glaubenssätze hast, und ich wiederhole das in fast jedem Vortrag, wie wichtig die Glaubenssätze sind und wie wichtig es ist, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Das aber ein Punkt, wenn es darauf ankommt, dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert in deinem Leben, wenn es immer und immer weiter passiert. Jetzt haben wir also auch mit drin einen Punkt, wie es Narzissten schaffen, deinen Selbstwert Schritt für Schritt über die Tage, über die Wochen, über die Monate zu zerstören. Und Monate reichen hier tatsächlich bei einem pathologischen Narzissten durchaus aus, um deine Psyche, deine eigene Psyche komplett zu zerstören. Es kann aber auch Jahre und Jahrzehnte dauern. Es kommt auf die Situation an und es kommt auch darauf an, ob Komorbiditäten beim Narzissten mitspielen. Beim nächsten Satz schauen wir uns an, wie unglaublich stur und unvernünftig Narzissten sind und in ihrem Denken unglaublich egoistisch. Sie werden dir sagen, du musst verstehen. Du musst verstehen, dass der Herr der Ringe der bessere Film ist und dass Titanic dumm ist. Hast du das verstanden? Du musst verstehen, dass dieses Vorgehen besser ist. Diesen Satz werden sie auch sagen, wenn es darum geht, wie sie mit dir umgehen. Du musst verstehen, dass ich nur das Beste für dich will und tue. Du musst verstehen, dass du dir mehr Mühe geben musst. Es ist ein Absolut. Du musst verstehen, dass ich Recht habe und du lernen musst, dass du besser sein musst. Das musst du verstehen. Nummer 6. Narzissten werden viel zu oft wir und uns sagen. Wir haben uns dazu entschieden. Kannst du dich daran erinnern, als wir so wütend waren und du dir denkst, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Das warst du. Wir haben uns dabei gedacht. Weil Narzissten verunsichert sind, brauchen sie dich als Bestätigung. Du hast das aber auch gedacht, nicht nur ich. Wir haben das gemeinsam gemacht. Da werden sie also die Verantwortung auch ganz klar abgeben. Wenn es aber darum geht, sich Erfolge anzuschauen, dann werden sie bei deinen Erfolgen auch wir sagen. Dann seid ihr auf einmal ein Team. Was aber tatsächlich auch passieren kann bei deinen Erfolgen, dass er oder sie das übernimmt. Das habe ich getan. Bist du mir nicht dankbar?
dass ich dir geholfen habe, und du spürst einfach heraus, es geht darum, dass sich jetzt der Narzisst, der pathologische Narzisst, sich über dich stellt und sich wichtiger fühlt und dir auch gerne den Moment klaut. Nummer 7. Ich habe dir doch gesagt. Ich habe dir doch gesagt, dass du das so tun sollst. Einer der fatalsten Fehler, die man begehen kann, ist, einen Narzissten nach Rat zu fragen. Auch wenn dieser Rat an sich ein guter ist und du den etwas angepasst umsetzt oder der Rat zu deiner Situation einfach nicht passt. Narzissten sind beleidigt, wenn du ihren Rat nicht umsetzt. Er wird fragen, und hast du das jetzt so gemacht? Warum hast du das nicht so gemacht, wie ich es dir gesagt habe? Das werden sie ganz klar dir auch so sagen. Warum hast du es nicht so gemacht, wie ich es dir gesagt habe? Obwohl es eigentlich den Narzissten überhaupt nichts angeht. Das ist deine Angelegenheit. Du hast nach Rat gefragt und jetzt ist es vielmehr eigentlich ein indirekter Befehl. Hast du das schon getan? Ich habe dir doch gesagt, du sollst das so machen. Und sie werden wütend sein. Narzissten werden wütend und beleidigt sein, wenn du nicht ihren Rat befolgst. Deswegen ein Rat von mir: Frag Narzissten nicht mehr nach Rat, sonst wirst du dich unglaublich schnell in der Rechtfertigung wiederfinden. Nummer 8. Diesen Punkt hast du jetzt vielleicht nicht erwartet, aber schon okay. Kein Problem. Halb so wild. Das will man doch hören. Das ist doch etwas, was bei Narzissmus eben nicht dabei ist. Die Antwort ist, bei den wichtigen Punkten ist das nie dabei. Bei Punkten, die eigentlich überhaupt nichts mit Schuld zu tun haben. Du hast eigentlich überhaupt nichts Falsches getan. Es ist okay, schon okay. Ich verzeih dir. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass du nicht seinen Ratschlag annimmst und einfach deinen eigenen Weg gehst, du dann eine Stunde lang erklären musst, dass es jetzt nicht böse gemeint ist, dass sein Ratschlag einfach nicht passt und dass du es anders irgendwie umsetzen wirst, dann wird er am Ende sagen, weißt du was, es ist okay, es ist schon okay, und wird dir damit vermitteln, du hast etwas Falsches getan, aber er verzeiht dir gerade, er verzeiht dir für etwas, wo es einfach nicht passt, du hast nichts Falsches getan, wo du zum Beispiel sagst, ich werde anfangen, Klavier zu spielen, er dir aber ständig sagt, nein, du musst Gitarre spielen, du dann irgendwann im Gespräch sagst, ja, ich habe übrigens angefangen mit Klavierunterricht. Und dann musst du ihm erklären, warum du Klavier spielen willst und nicht Gitarre. Und er wird dir dann sagen, es ist okay, schon okay, schon okay, alles gut. Und vermittelt dir, ich verzeih dir. Du hast nichts Falsches getan, du hast ein eigenes Leben. Er verzeiht dir also dafür, dass du einfach nur eine eigene Persönlichkeit hast, wenn du Glück hast. In anderen Fällen wird er einfach nur wütend sein und dir das ganz klar zum Vorwurf machen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du Gespräche führen möchtest mit mir persönlich zum Thema Narzissmus, dann kannst du das sehr gerne machen. Ich bin auch der Leiter einer gemeinnützigen Organisation. Wir haben Psychologen und Psychologiestudenten im Team, mit denen du auch sehr gerne für 40 Euro pro Sitzung eine Beratung anfangen kannst. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann würde ich mich sehr gerne über ein Like freuen. Abonniere den Kanal, mach die Glocke weg. Wir laden mehrfach wöchentlich, fast täglich um 18.30 Uhr unsere Vorträge zu Narzissmus und allgemeiner Psychologie hoch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bleib stark und bis zum nächsten Mal.